So, nehmen wir schnell die Frage hin. So, hallo, liebe Freunde von Facebook und YouTube. Ich bin's wieder, euer spiritueller Anarchist. Und in diesem Video möchte ich nochmal über das Thema Selbstmord sprechen. Ja, ich habe ja schon ein Video gemacht über Selbstmord und die Resonanz war ja ziemlich großartig. Viele Menschen interessieren sich für das Thema Selbstmord und auch vor allem, was kommt nach dem Selbstmord, was passiert danach. Es interessiert ja auch viele Menschen, was nach dem Tod kommt. Und das ist halt, was nach dem Selbstmord kommt, ist halt so ein bisschen so eine spezielle Sache. Ihr habt das Video genannt: Selbstmord, Erlösung vom Leid oder ewige Verdammnis, eine spirituelle Analyse. Also mir geht es weder darum zu sagen, hey, Selbstmord ist toll, ist eine Lösung vom Leid. Noch möchte ich sagen, oh, wenn du Selbstmord machst, dann kommt die ewige Verdammnis und das ewige Höllenfeuer. Beides ist natürlich Quatsch, also beide Extreme. Mir geht es einfach um eine differenzierte Analyse zum Thema Selbstmord und was danach kommt. Ja, weil mir halt auch gefragt im Internet, was kommt nach, was passiert da wirklich danach, wie ist das eigentlich so, dann wird man dafür bestraft, wird man da wirklich verdammt und was weiß ich. Und ich möchte jetzt halt in dem Video mitgeben, was ich weiß. Ja, ich beschäftige mich ja viel mit Spiritualität, schon viel mit Buddhismus, habe mir auch die Marco Hümer Videos schon angeschaut und ja, also ich bin ja auch sehr spirituell und möchte es einfach gerne die spirituelle Analyse und auch natürlich, was der logische Verstand sagt. Was könnte denn danach kommen? Was könnte danach sein? Ja, okay, ich werde mal das Kommentar vorlesen, die diese Frau mir da geschrieben hat. Jetzt ist das Problem, ich würde gerne das Kommentar hier so schön einblenden. Ja, dazu fehlt mir aber das passende Programm, möchte ich mir zulegen. Deswegen bitte ich euch, also wenn ihr noch bessere Videos sehen wollt, spendet. Ihr habt da unten noch ein Spendenkonto verlinkt. Dann könnt ihr mir das Programm, gescheite Programme zulegen und könnt es natürlich auch so Einblendungen machen, wie zum Beispiel das Kommentar. Ihr könnt jetzt natürlich auch die Skype-Kamera packen, umdrehen und so weiter. Dann macht es wieder ja, und so hin und her und so. Ist natürlich auch blöd. Also ich hoffe, ihr seid einfach so viel zufrieden. Ich lese es euch einfach vor und gut ist. Also gut. So, ja, eine Kokania, so heißt sie auf YouTube, hat mir geschrieben, zum Thema Selbstmord. Mein Sohn hat es mit seinen jungen Jahren von 26 getan. Circa 8 Jahre lang hat er sich mit dem Gedanken getragen, sprach viel davon. Als Mutter habe ich natürlich positiv auf ihn eingewirkt. Ja, also erstmal mein tiefstes Mitgefühl. Kokania, also ich weiß nicht ihren echten Namen, also es ist eine Frau, Mutter und sie hat ihren Sohn verloren. Also nochmal mein tiefstes Mitgefühl. Also auch ich habe jetzt vor 20, also jetzt sind es bald 20 Jahren, habe ich meine Schwester verloren. Und da weiß man auch nicht, ob das Selbstmord war, könnte sein. Auf jeden Fall, sie starb an Überdosis Medikamente und Alkohol. Und meine Mutter hat sich vor, ja, ich kann es auch sagen jetzt, also vor 4 Monaten sie das Leben genommen, sie hat sich vor den Zug gelegt. Ja, okay, ich kann es also nachempfinden und meine Mutter, da war es ja dann auch so, sie hatte auch ihr Kind quasi verloren, also es ist ganz übel, ist ganz schlimm, deswegen also mein tiefstes Mitgefühl. Okay, ja gut, ich lese jetzt einfach mal weiter. Ich habe auf ihn eingewirkt mit vielen Vorschlägen, was er in seinem Leben denn noch anders machen könnte, verbessern könnte. Es folgten Therapien, die ihn sogar wieder aufhalfen, aber er konnte den Gedanken nicht wirklich besiegen. Ja, Therapien, ich meine, gut und recht. Ich sage halt immer so von Klapsmühlen, also Psychiatrien, halte ich ehrlich gesagt nichts. Ich halte überhaupt nichts von staatlichen, freien Organisationen etc. Weil da geht es immer nur darum, in so Psychiatrien geht es halt immer nur darum, den Mensch wieder zum perfekten Burger zu machen. Also das ist eigentlich das Ziel, dass du wieder arbeitest, dass du den Gaus hältst, dass du dem Staat befolgst und so weiter. Nur das Problem ist, wenn du natürlich wieder alles machst, was Papa Staat sagt, suchst du wieder einen Job, ja,
es scheint wieder alles gut zu sein, dann wirst du in der Firma gemobbt, ja, oder es passiert irgendein anderer Scheiß oder verliest die Stelle wegen irgendeinem Scheiß und dann bist du wieder da, wo du am Anfang warst. Also ich halte davon nicht viel. Also wenn jemand eine Therapie machen will mit, oder wenn jemand solche Probleme hat, dann soll er zu jemandem hingehen, der auf jeden Fall einen spirituellen Bezug hat, ja, der auch an das Göttliche glaubt. Und ich sag mal so, also ich persönlich, ich vertraue niemand mehr, keinem Psychiater oder Psychologen, der keinen spirituellen Bezug hat, sage ich mal ganz ehrlich. Weil das sind so wirklich so Staatsmenschen, so, so Leute aus dem Materialismus und die wollen dich eigentlich nur wieder das zum braven Bürger machen. Das löst aber nicht das Problem, das ist ja das. Also zum braven, gehorsamen Bürger und so. Ja, das wissen wir ja, das ist, kannst du vergessen, ja. Okay, also ich empfehle zum Beispiel die Sibyl Herreit, ja, die hat ja schon. Macht sehr viel, also die hat ja auch schon seit Kindheit Kontakt zur Verstorbenen und die hat sehr gute Bewertungen im Internet, also die hilft da sehr viele Menschen und auch zum Beispiel der Gerhard Fester, der macht viel so mit Seelenplan und so, ist auch spirituell und ja, da würde ich lieber zu so jemand gehen, also so jemand würde ich jetzt mehr vertrauen als irgendwelche Psychiater oder Psychiatrien, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, gut, ich lese es mal weiter. Einmal konnte ich ihn davon abhalten. Er wollte von der Brücke springen, weil er mich anrief und ich ihn überzeugen konnte, erstmal zurückzukommen. Aber Jahre später war er dann nicht mehr erreichbar. Rief mich nicht mehr an. Handy hat er wohl weggeworfen. Okay. Nun sind einige Jahre vergangen. Für mich noch immer schmerzhaft. Aber vielleicht stand es in seinem Seelenplan so drin, dass er es tut. Ja. Kann sein, ja, normalerweise steht ja alles im Seelenplan. Das ist natürlich, dass es sich das, der Seelenplan abbricht. Ja, wahrscheinlich mit Sicherheit. Also, ich habe ihm auch oft klar gemacht, kann sein, dass du dann nochmal hierher musst, um noch eine Runde zu drehen. Aber alles das hat es nur hinausgezögert. So meine Gedanken. Ja. Okay, also ja, das ist ja das, was der Marco Hübner meint. Also wenn man Selbstmord macht, muss man die ganze Runde, also muss man das ganze Leben nochmal leben und alles nochmal durchstehen, weil man hat ja dann gewisse, Lektionen nicht gelernt. Ja, es ist eine Annahme, was da nach dem Selbstmord passiert. Okay, lese ich mal weiter. Naja, und die Tabletten, Antidepressiva. Ja, gut, ist auch so eine Sache. Ob man mit Tabletten Probleme lösen kann, halte ich eigentlich auch nichts davon. Man muss die Wurzel angehen. Tabletten, Psychiatrien, das sind halt alles nur so Oberflächlichkeiten, wo man der Oberfläche kratzt. Aber es ist jetzt, meine ich, dass es einfach nicht ist, die Ursache des Problems einfach behebt. Ja, in den letzten Tagen noch davor besuchte er mich. Er war sowas von verändert. Er war nicht mal der, den ich kannte, wie ein gehetztes Tier kam er mir vor, vielleicht durch die Tabletten, ja, kann gut sein, vielleicht auch, weil er sich überfällig fühlte, ich weiß es nicht, okay, gut. Da ich auch sehr spirituell bin, finde ich schon mal ganz gut, machte ich nach seinem Ableben einen Jenseitskontakt, sehr gut, kann ich auch nur empfehlen, und besuchte ihn sozusagen auf der anderen Seite. Diese Jenseitskontakte macht auch die Sibylle Herreit. Ja, vielleicht verlinke ich die nach unten. Bin halt die Mama gewesen und machte mir trotzdem Sorgen. Ich sah ihn und muss sagen, es ging ihm gut. Er lächelte und mir kam er nicht so vor, als wenn er etwas zu bereuen hätte. Wir sprachen auch nicht wirklich darüber. Ein anderes Mal besuchte ich ihn einige Zeit später. Da war er schon umgezogen in ein anderes geistiges Haus. Ja. Also, ja, liebe Kokania, ja, also das ist natürlich das, was dann passiert, bevor man dann wiedergeboren wird, kommt man dann quasi nochmal zurück quasi in die Heimat, da kann die Seele sich quasi nochmal regenerieren. Die Seele muss ja dann auch diese ganzen Erfahrungen, was sie da gehabt hat und diese ganzen Eindrücke, ja, von dem Leben in der irdischen Welt, die erstmal verarbeiten, ja, und sich quasi auch, kann man auch sagen, erholen. Und das war jetzt quasi genau die Phase jetzt eben vor der Reinkarnation. Okay, wie es nun weitergegangen ist, weiß ich momentan nicht, weil ich kaum bis gar nicht mehr Kontakt zu ihm bekomme.
wer weiß, vielleicht ist er schon wiedergeboren worden. Ja, das ist also auf jeden Fall, die Annahme ist auf jeden Fall richtig. Mit Sicherheit ist er wiedergeboren worden, weil er hat ja Selbstmord begangen. Das heißt, er hat die Aufgaben nicht erfüllen können. Die Aufgabe war zu schwer für ihn. Und jetzt musste er halt nochmal nochmal auf die Erde. Jetzt ist eben die Frage, ob er jetzt wirklich so, wie der Marco Hümer das sagt, das Ganze jetzt nochmal neu machen, also die ganze Scheiße auf gut Deutsch gesagt, wieder von vorne anfangen. Oder dass der Seelenführer vielleicht sagt, hey, man verteilt vielleicht die Lektionen auf mehrere Reinkarnationen, da muss er halt noch mehrmals wiedergeboren werden, ja. Und bis er halt dann das Land auf einer langsamen Schiene und nicht so alles komprimiert, die ganzen Lektionen. Und weil natürlich, wenn natürlich die Lektionen, sehr viele Lektionen komprimiert sind in ein Leben, dann kann es natürlich wieder so sein, dass er sagt, oh, es ist wieder alles zu viel und ich packe das nicht und dann bringt er sie wieder um, dann ist es ja ewiger Kreislauf. Das macht ja auch irgendwo gar keinen Sinn, ja. Eine Frage warf er immer wieder auf, bevor er diesen Schritt wirklich ging. Warum müssen wir hierher? Wer zwingt uns, wenn Gott doch die Liebe ist? Darüber denke ich immer wieder nach. Wie hat er das wohl gemeint? Ja gut, es ist so nicht, dass Gott einen dazu zwingt, sondern man hat sich selber, man hat selber die Wahl getroffen, man hat selber die Entscheidung getroffen. Ja, ja, also dein Sohn, ich spreche jetzt mal mit du an, ja, wenn du jetzt das, du hast ja mit Sicherheit das Video anschauen, Kania. Also quasi die Seele entscheidet sich, ob das Leben, ja, sagen wir jetzt mal so, eine Hardcore-Schule, zu einer Hardcore-Schule wird, ja, dass man sehr schnell viele Lektionen lernt, dadurch aber sehr schnell aufsteigt. Das hat auch Vorteile. Also es ist nicht so, dass ein hartes Leben immer schlecht ist, ja. Also bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, nur durch das, dass mein Leben sehr beschissen war, gerade in meiner Jugend, bin ich überhaupt erst im Alter spirituell geworden, ja. Ich würde mir niemals so Bücher lesen wie Gespräche mit Gott, hätte ich nicht so ein schweres Leben. Wäre mein Leben immer einfach und leicht gewesen, hätte ich gesagt, ja, Party, mir ist alles scheißegal. Ja, aber was ist das nicht Sinn der Sache? Du sollst ja wachsen, ja, die Seele wächst ja. Die ist ja wie ein Baum, der immer größer wird und wächst. Und wir sind ja alle so kleine Götter, kann man sagen. Gott hat quasi die Seelen aus sich selber heraus erschaffen. Das ist quasi, wir sind Samen von Gott. Und wir sollen quasi wachsen. Durch die ganzen Erfahrungen, durch das ganze Wissen, werden wir immer mehr Gott gleich, kann man sagen, ja. Auch halt über, natürlich auch über mehrere Reinkarnationen. Und wie gesagt, also dein Sohn hat sich das selber ausgesucht, ja. Er hat sich selber auch überschätzt, da dachte, hey, komm, ich mache jetzt gleich mal die Hardcore-Schule, hau gleich fett rein. Hey. Also ich erkläre das jetzt einmal so, um das besser zu verstehen. Am Anfang, hoffentlich kannst du sehen, also das ist jetzt so, am Anfang kommt die Seele. Sie ist noch sehr primitiv, sie ist also sehr dumm, sie steht da unten. Sie möchte möglichst schnell dort oben hin. Das ist die Heimat, die höhere Astralwelt oder das Paradies. Gott, wie gesagt. Und jetzt gibt es ja zwei Wege. Ja. Entweder ich nehme die Hardcore-Schule, ja, geht den direkten Weg nach oben und habe ein besonders schweres Leben. Ja. Dann habe ich vielleicht hier vielleicht 1, 2, 3 Reinkarnationen ungefähr. Genaue Zahl spielt ja keine Rolle. Aber dann bin ich relativ schnell dort oben. Ja. Oder ich sage, ich nehme den langsamen Weg. Also ich mache, sagen wir mal, ich verteile die Lektionen auf mehrere Reinkarnationen. Da gehe ich quasi so um den Berg rum. Ich sehe es als Berg. Ich kann den Berg steil nehmen oder ich kann auch sagen, ich gehe langsam um den Berg rum und komme so langsam über mehrere Reinkarnationen, ja, verteile die ganzen Lektionen, die ich lernen muss und komme da oben hin. Jetzt könnte natürlich jemand fragen, ja, warum? Warum muss ich denn überhaupt Lektionen lernen, ja? Ihr müsst euch so vorstellen, wenn ihr noch zum Beispiel voller Hass seid, voller Gier, voller Wut, voller Verblendung, glaubt ihr wirklich, ihr passt dort oben hin? Glaubt ihr wirklich, ihr passt in das Paradies? Wenn ihr irgendwo nur Wut oder Hass oder Zorn oder Rachsucht verspürt, dann passt ihr da gar nicht rein. Das wäre genauso, wenn irgend so ein Bauer käme, so was weiß ich, mit FC Bayern und Fußball und Schlägern und Saufen und kommt dann in eine Gruppe rein, wo alle spirituell sind. Da wird es ganz schnell sagen, hey, der Typ passt nicht zu uns, ja. Der ist einfach, das ist ein Bauer, ist einfach primitiver Bewusstsein. Der passt da nicht rein und das wird dann auch schnell dem klar gemacht. Außer er käme wirklich als Schüler, der sich unterworfen, der sagt, hey, ich will von euch lernen, dann sieht es wiederum anders aus, ja. Aber trotzdem, dort oben herrscht einfach bedingungslose Liebe. Da gibt es keinen Hass, da gibt es keine Wut und gar nichts.
Und um dorthin zu kommen, müssen wir quasi erstmal dorthin, könnte man sagen, wachsen durch Lektionen, ja. Und genau so ist es nämlich. Und es kann ja zum Beispiel auch sein, dass die Seele zum Beispiel erst den steilen Weg, das gibt es ja dann auch, sagt, okay, das ist zu schwer, ja. Und ich nehme dann bei der nächsten Reinkarnation den leichteren Weg, macht zum Beispiel auch, Marco Hümer sagt, Urlaubsreinkarnationen, damit sie die Seele wieder entspannen kann und geht dann lieber mal so den langsameren Weg. Mit Gemütlichkeit schafft man es nochmal so weit, gibt es ja so ein Sprichwort. Okay, ja, also wie gesagt, das ist natürlich der schnelle Weg, aber es ist ein weitaus gefährlicher Weg, weil das sind die ganzen Lektionen komprimiert, das Leben ist hart, das Leben ist schwer, ja. Ich komme zwar schnell hoch, das Bewusstsein wächst schnell, Problem ist, aber da das Leben so schwer ist, könnte es halt sein, dass sich manche Leute da einfach das Leben nehmen, weil sie sagen, ich packe das nicht, das ist einfach zu schwer, ja. Und genau so ist es. Ja, das ist so meine Analyse, wie gesagt, was nach dem Selbstmord passiert. Okay, ich lese jetzt aber noch schnell fertig. Ja, ich denke nicht, dass es bei ihm Karma aufgeworfen hat, weil es vielleicht so in seinem Seelenplan stand. Aber wer weiß das schon genau. Wir wissen doch nur von unseren geliebten Religionen, wie bös das alles ist. Also, ich meine, was ist Selbstmord? Welche Sünde, Selbstmord zu begehen? Aber stimmt das auch? Ich würde auch lieber Freitod dazu sagen. Hat man jeweils früher noch gesagt? Es gäbe noch viel zu sagen, aber ich möchte den Kommentar nicht zu lange machen. Ich mag deine Videos, danke. Okay, danke zurück. Alles klar. Okay, ja, also mein Abschlussmessage, also zum Thema Selbstmord. Es gibt halt verschiedene Dinge oder verschiedene Sichtweisen, wie man das Ganze sehen kann. Ich versuche halt mit Logik und mit dem nach dem Weiß so nah wie möglich an die Wahrheit ranzukommen, ja. Und es spielen auch verschiedene Faktoren zum Beispiel mit, ich sag mal so, das Karma, war der ein guter Mensch, war ein schlechter Mensch, das spielt natürlich auch mit ein, ja, was danach passiert mit Sicherheit. Also grob kann man sagen, gibt es zwei Wege. Entweder es gibt den Weg, dass es wirklich so ist, wie der Marco Hümer sagt, wenn man Selbstmord macht, kommt man nochmal auf Welt und muss die ganze Scheiße nochmal von vorne machen. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel die schlimmste Variante, ja. Oder es gibt vielleicht die Variante B, dass der Seelenführer oder Gott, wie man es auch sagen will, sagt dann, okay, das Leben war zu schwer, du hast dich überschätzt, es war zu viel. Und es wäre halt einfach klüger, du machst einfach mehrere Reinkarnationen, kommst dann halt nicht so schnell nach oben vom Bewusstsein her und auch nicht so schnell in die höheren Ebenen. Es dauert halt, ja, aber die Lektionen sind nicht komprimiert in ein Leben, sondern die Lektionen verteilen sich auf mehrere Reinkarnationen. Ja. Somit ist einfach die Aufgaben, die zu bewältigen sind, aber leichter zu bewältigen. Ja. Also wie man jetzt zig Lektionen auf einmal zu lösen hat. Ist ja logisch. Es ist ungefähr so wie in einem Computerspiel. So kann man sich vorstellen. Wie im Rollenspiel. Ja. Und man kann natürlich aussuchen, mal einen höheren Schwierigkeitsgrad oder mal einen niedrigen Schwierigkeitsgrad. Ja, was natürlich auch sein kann beim Selbstmord, dass man das, was man jetzt getan hat, Selbstmord, dass man das irgendwann im nächsten Leben wieder betrifft. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Selbstmord mache und meine Mutter hat zum Beispiel Verlust, ja, jetzt wie bei dir, Kokania, ja, dann kann sein, dass jetzt zum Beispiel dein Sohn jetzt auch als Mutter wiedergeboren wird und das dann erleben muss, wenn dann also quasi sein Kind dann quasi sich das Leben nimmt. Verstehst? Und dann wird es quasi, so wird ihm quasi das vor Augen gehalten, was das eben für die Angehörige ist. Also, und somit im Umkehrschluss, liebe, wie heißt sie, Kokania, ja, Kokania, im Umkehrschluss kann es natürlich sein, dass du vielleicht im früheren Leben dir das Leben genommen hast, zum Beispiel. Und dass du jetzt quasi das Gleiche erleben musst, verstehst? Also du hast quasi in dem früheren Leben vielleicht eine Mutter gehabt und hast dir das Leben genommen und jetzt bist du quasi auf Welt gekommen und erlebst das gleiche Schicksal. Also quasi seid
eure Cluster, man nennt das auch Clustergruppe. Also Seelen werden auch, die zusammen in einem Verbund stehen, ja zum Beispiel als Familie reinkarniert werden. Das nennt man auch als nennt man auch Clustergruppe. Also so, das ist der Begriff, habe ich von Marco Hümer. Also eure Clustergruppe ist quasi in dem Unheilsbewusstsein, des, also Unheilszusammenhang des, dieses Selbstmords. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie könnt ihr da quasi mit rauskommen? Nicht? Jetzt speziell du, ja, ich kann jetzt halt nur dich ansprechen, nicht deinen Sohn. Also liebe Kokania, was ich einfach empfehlen würde, also wie ich zum Beispiel von meinen Selbstmordgedanken wegkommen bin, ist einfach Zufriedenheit. Zufrieden sein mit dem, was man hat. Zufrieden sein mit dem Leben. Geduldig, auch geduldig sein. Dass das alles sofort kommt, was man will. Ja, ist ganz wichtige Lektion. Auch lieber kleinere Brötchen backen, wenn man Ziele hat, lieber kleinere Ziele anpacken und die erstmal bewältigen und dann erst die größere und am Endeffekt einfach mit dem, was man hat, zufrieden sein. Ich bin einfach auch nicht mit den Erfolgscoaches eins, dass man gleich hohe Ziele immer da anstreben soll und dann alles geben und kämpfen und machen und tun, ja, und sich überschätzen und am Endeffekt fällt man dann auf die Schnauze. Da mache ich jetzt auch übrigens auch nochmal eine Kritik an Erfolgscoaches. Mal ein Video, weil das nämlich auch manchmal Müll ist, was sie da verzapfen. Also auf jeden Fall wichtig ist, das Leben schätzen, ja, ganz wichtig. Und man schätzt das Leben nur, wenn man mit dem Wenigen, was man hat, zufrieden ist, keine so hohe Erwartungen stellt, ja, und dann wird man auch glücklich und, wie gesagt, und man schätzt einfach auch das Leben und dann kommt man gar nicht auf sowas, solche Gedanken. Also auf Selbstmordgedanken kommt man nur, wenn man zu hohe Erwartungen stellt, wenn man zu, sich selber, wenn man meint, man muss immer Erfolg haben und wenn man meint, man muss immer dies und das haben und jenes und jeden Schnickschnack, was man eigentlich gar nicht braucht. Ja, was, ja und das führt zu Unzufriedenheit und Unzufriedenheit führt zu Lebensverachtung und Lebensverachtung führt zu Selbstmord. Okay, dann war es mal soweit. Das ist mal so meine Meinung. Ja, ihr könnt ihr kommentieren, ihr könnt anderer Meinung sein. Es kommen noch viele spannende Videos, was ich noch habe. Wie gesagt, ich mache noch ein Video über den Wunderheiler Robert Franz. Habe ich schon kontaktiert. Mal gucken. Vielleicht auch so eine Skype-Diskussion im Internet. Ja, ich habe da sehr viele Sachen. Also wie gesagt, da ist auch ganz viel, was jetzt gerade läuft. Mein Video mit Dieter Degowski, das war, geht jetzt auch gerade wie Luzi, also quasi, das ist auch gerade voll an meinen Kanal hochgeschossen, die Marco Hümer Videos. Ich gucke mir immer, dass ich die Themen anspreche, die euch gefallen. Also deswegen bin ich auch froh, wenn immer Feedback kommt. Also ich schaue immer, dass ich auf den Kunde, weil Kunde ist für mich König, also der Kunde von meinen Videos, dass ich auf den eingehe und dass ich immer Videos mache, was eben auch gut ankommt. Und andere Videos mache, wenn ich halt sehe, gewisse andere Themen, die einfach keinen mehr interessieren, dann lasse ich es einfach sein und mache lieber Videos über die Themen, die die Menschen interessieren. Okay, alles klar, ich bin mal soweit fertig. Bitte abonniert meinen Kanal, ich bin der spirituelle Anarchist. Gebt mir ein Gefällt mir, teilt das Video. Ja, und dann würde ich einfach sagen, dann wünsche ich euch alle noch einen schönen Feierabend und bis bald.